Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herzi-Box von Herzog. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herzi von Herzog, das Ganze am 5. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 5. Soloalbum von Herzog. Trägt den Namen Herzi. Als allererstes werden wir mal die Folie entfernen. Es gab zu dieser Veröffentlichung, zu diesem Album, diverse Erscheinungsformen. Und zwar haben wir das Album auf Vinyl, auf Box, und es gab da noch eine spezielle Box, die kam in so einer Beutel, in so einer Myla-Beutel-Optik. Die kommt auch noch, die gab es exklusiv bei Distributions. Die werde ich dann die Tage noch vorstellen, sobald es bei mir angekommen ist. Aber heute gibt es einmal die, nennen wir es mal die reguläre Box, und zwar die Polytox-Box. So nennt sich das gute Stück hier. Also hier oben lesen wir einmal den Albumtitel Herzi. Dann lesen wir hier Herzog 86 kHz Herzi Bombenprodukt. Ja, Bombenprodukt, das Label. 86 kHz, der Bruder von Herzog, der das Album hier, wie auch die meisten Herzog-Tracks, komplett produziert. Herzi, Herzi. Sieht ein bisschen so aus nach Videospiel, also als könnte man hier irgendwie so die Ausrüstung wählen. Wir haben hier diverse Joints, so eine klassische Kappe, Handy und eine Hand. So, dann gibt es hier noch diverse Symbole, Verbraucherhinweis auf Englisch, Import, dann hier über die Kante Herzog. Dann hier oben der Farbverlauf, sieht so ein bisschen nach LSD oder irgendwie Drogentrip aus. Und auf der Seite auch nochmal beschriftet. Auf der Rückseite lesen wir, was uns hier in dieser Box erwartet. This Herzi Box contains Album-CD, Herzog-Büste, Bandana, Doppelposter und 4 Myla-Bags. So, Barcode ist natürlich auch mit dabei. Barcode, darunter, was haben wir hier? Die Infos, also Vertrieb, Label und so weiter und so weiter. Und dann schauen wir mal rein. Reguläre Clubbox geht hier auf der Seite auf. Und hier geht's los. Also, als allererstes haben wir hier einmal die Herzog-Büste. Die kommt hier in Papier verpackt. Dann haben wir die Beutel, Druckverschlussbeutel, 4 Stück an der Zahl. Bandana in Folie. Das Album an sich, ebenfalls in Folie. Und ein Poster. So, die Box ist nun leer, von innen weiß. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Aber davor holen wir hier noch die Sachen aus den Folien, aus den Verpackungen. So, das ist hier einmal die Büste. Die ist hier zusätzlich dann auch nochmal in Folie. So, die stellen wir dabei beiseite. Dann haben wir das Bandana und natürlich das Album auf CD. So, das ist ja auch noch in Folie. Werden wir hier auch, nein, wo ist sie? Hier ist die Schweißnaht. Einmal, zweimal. Und dann können wir starten. Das ist das Album Herzi. Sieht ähnlich bunt und abgefahren aus wie auch schon das Box-Artwork. Wir lesen hier eben rechts Herzog, in der Mitte den Albumtitel. Und auf der Seite lesen wir noch Bombenprodukt präsentiert. Reguläres Schulcase. Auf der Seite komplett durchgehend beschriftet, die komplette Länge. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl. Features sind mit dabei von Kuba 102, Frauenarzt Klapse Main. Die hatte ich auch am Schirm im Vorfeld, aber das kommt für mich überraschend. Und zwar haben wir hier noch ein Feature von Dr. Surabi. Lange nichts mehr gehört vom Doktor. Er ist für mich auf jeden Fall überraschend auf dem Album dabei. Hatte ich so nicht gewusst im Vorfeld. Gut zu wissen. Barcode, beteiligte Labels. Dann schauen wir ins Innenleben. So, Booklet. Los geht's. Natürlich auch das Booklet hier so trippig gehalten. Also das sieht echt aus wie ein ziemlich berauschender Drogentrip. So, hier geht's los mit diversen Lyrics, die hier
sich so entlangschlängeln im Universum. Jawohl. So ungefähr fühlt sich das wohl an. Weitere Lyrics, weitere Artwork-Seiten und hier geht es dann wieder weiter. Ja, also ein sehr heftiges Booklet. Was ich jetzt etwas vermisse, sind so die wichtigsten Infos bzw. Credits. Die konnte ich jetzt hier leider nicht finden. Lyrics sind hier teilweise verarbeitet, aber ja, und so drei Tracks gibt es eben. Bruchstücke der Lyrics. Einmal hier alle macht den Drogen, Track Nummer 7. Dann Track Nummer 5, dreckig abgefuckt. Und Track Nummer 1, abgegrast. Ja, Credits schade, nicht dabei. Eventuell kommen sie jetzt noch hinter der CD zum Vorschein, aber nein, auch hier nichts. Das ist die CD, wie so eine Kugel im Herz-Design. Weiter geht's. Das war das Album. Also wie gesagt, 12 Tracks, 4 Features. Weiter geht's mit dem Bandana. Das ebenfalls in dieser wunderbaren Neon-Optik kommt. Also hier sehr, sehr bunt. Dann einmal hier so ein Zierrahmen mit Herzi-Schriftzug. Ich glaube, ja, oh ja, man kann es lesen. Und ansonsten, ja, hauptsächlich hier so in Schwarz und Lila und in der Mitte eben diese bunten Neonfarben. Das Bandana ist einseitig gestaltet. Hier auf der Rückseite haben wir dann noch das Logo von Bombenprodukt. Was lesen wir hier? 100% Polyester made in China. Grüße gehen raus von der Distri GmbH in Deutschland. Wunderbar. Schöne Grüße auch an die Jungs und Mädels von Distri. Packen wir wieder zusammen das Bandana. Also mit dem fällt man auf jeden Fall auf, wenn man das trägt. Da ist auf jeden Fall der Blickfang garantiert. Ebenso wie bei diesem Poster, das auch in dieser heftigen Schwarz-Neon-Bunt-Optik kommt. So, einmal hier. Herzog, der hier irgendwie durch die Ebenen durchfällt oder fliegt. Links wieder senkrecht der Herzog-Schriftzug. Oben rechts Herzi. Und dann hier nochmal klein die Logos. So sieht das aus. Also einmal im Hochformat. Und Rückseite ist ebenfalls bedruckt. Auch hier wieder im Hochformat. Und hier eben mit der Herzog-Büste. Ja. Also beidseitig bedruckt. Beide Male im Hochformat. Da kann man sich dann aussuchen, was man eher feiert. Vorder- oder Rückseite. Dann haben wir mit dabei die Myler-Bags. Und zwar sind das 4 Stück. 2 davon sind eher so im Hochglanz und 2 davon eher so matt gehalten. So, das ist Nummer 1, auch hier wieder in dieser Schwarz-Neon-Optik. Wir haben hier sogar ein kleines Sichtfenster in Herzform. So sieht das aus. Wenn man das dann öffnet, also müsste man noch aufschneiden, man hat hier dann diese kleinen Marker, also hier schneidet man das dann auf. Und es ist im Prinzip ein regulärer Druckverschlussbeutel. Also man kann... Ah, es geht auch so. Man muss jetzt gar nicht aufschneiden. Jawohl. Also, hier kann man dann Sachen reinpacken in diesen Druckverschlussbeutel. Dann hier zumachen. Hier kann man sogar noch drin sehen, was sich darin befindet. Die anderen 3 sind blickdicht. Und sie sind auch dann geruchsdicht. Also man kann dann hier Sachen transportieren, die dann auch etwas geruchsintensiver sind. Das hier ist im Vollblut-Hustler-Design, also einmal hier und einmal hier dann das Logo und die Farben von Vollblut-Hustler. Dann, was lesen wir hier? Dicker, Achtung! So im, genau, das ist glaube ich noch aus der Kooperation von Herzog und Rohr, wo eben diese Comic-Artworks hier entstanden sind. Und dann haben wir hier noch das Herzog-Abgegrast-Design. So sieht das aus. Also, wie gesagt, 4 Beutel sind das. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Das für mich eine absolute Premiere. Sowas habe ich meines Wissens noch niemals in einer Deutschrap oder generell Deluxe Box vorgefunden. Und zwar haben wir hier tatsächlich eine Büste. Jawohl. Man kennt das vielleicht so von alten Dichtern und Denkern oder irgendwelchen Leuten so aus der Antike oder
großen Feldherren, Adligen, was auch immer. Aber hier hat man Herzog eine Büste gewidmet. Die wiegt auch einiges, also sie ist auf jeden Fall massiv. Kommt hier in Weiß. Man kennt ihn mit Kappe. Und ansonsten haben wir unten nur noch den Herzog-Schriftzug hier auf diesem Podest. So sieht das dann rundum aus. Also auf jeden Fall sauber verarbeitet. Und man hat sogar hier an den Boden so ein kleines Filz- oder Stoffelement drangeklebt, dass wenn man das dann irgendwie ins Regal oder auf den Arbeitstisch, Schreibtisch, wo auch immer draufpackt, dass man hiermit dann nicht den Tisch zerkratzt, weil man hat hier dann eben entsprechend unten diesen kleinen Stoffteil hier und der sorgt dafür, dass die Oberfläche, auf der sich diese Büste befindet, dann nicht allzu sehr leidet. Ja, die werde ich mir auf jeden Fall ins Regal stellen. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Büste hier von Herzog. Dann haben wir ein Poster, beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat. Das Bandana in dieser Polytox-Optik, also in dieser schwarz- und neon-bunten Optik. Die vier Bags, Myla-Bags, vier verschiedene Designs, so sehen die aus. Und natürlich das Album an sich, Herzi von Herzog mit insgesamt 12 Tracks und 4 Features. Jawohl. Das alles, hoppala, in dieser wunderbaren Box, Herzi von Herzog. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herzog unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.